Ja, ich möchte jetzt meine Meinung zu diesem Epson Labelgerät vorstellen, das Epson LWC410. Und ja, womit fangen wir an? Im Grunde der Start mit dem Epson Gerät ist wie folgt: Man legt zu Beginn eine Kassette ein, eine Labelkassette ein, führt das Band hier einmal durch und macht zu. Zusätzlich ja, muss man hier noch ein paar Batterien hinzufügen, weil es läuft alles über Batterien. Und ja, so sieht das Gerät aus. Sehr schön. Also hier kommt das Band dann eben raus. Und hier oben schaltet man das Gerät einfach nur ein. Wir sehen das dann dadurch, dass hier diese Bluetooth-Anzeige leuchtet. Ich habe die Verbindung mit meinem Smartphone natürlich schon hergestellt. Das heißt, das ist schon alles gekoppelt. Ist aber total einfach, es wird super schnell gefunden und muss einfach nur die Verbindung herstellen, wird dann aufgefordert zu koppeln und bestätigt das kurz und schon ist alles eingerichtet. Dann führt man das Ganze weiter, nämlich man geht in die Epson Label Editor Mobile App. Die sieht so aus. Und zwar, ja, was hat man für Optionen? Man kann ein neues Etikett erstellen, kann ein gespeichertes Etikett nochmal verwenden, sieht aber auch einen Verlauf. Wie man hier sieht, das Band wird auch automatisch erkannt. Und ja, was können wir jetzt machen? Also wir gehen einfach mal hier in ein neues Etikett rein. Und hier haben wir ganz viele Optionen, was wir quasi durchführen könnten. Wir könnten einen Text hinzufügen, ein Bild, ein Symbol, Formen, Rahmen, Tabelle und noch ganz viel anderes Zeug. Super viel Auswahl, kann sich hier richtig, richtig austoben. Und ja, im Grunde können wir es einfach mal versuchen. Wir können einfach mal was ganz Einfaches machen. Wir haben hier ein paar Symbole zum Beispiel zur Verfügung. Wir können uns hier dieses Godzilla-ähnliche Wesen beispielsweise hinzufügen und kann hier noch die Position ändern, wo man das genau haben möchte. Hat hier ganz viele Einstellmöglichkeiten, rechtsbündig, linksbündig und alles Mögliche. Fügen wir noch einen Text hinzu. Den kann man hier einfach verschieben und wie man sieht, wenn man das hier über die Grenze hinaus verschiebt, dann vergrößert sich das Etikett also gleich. Ist total simpel aufgebaut und ja, ich schreibe jetzt einfach mal hier noch einen kleinen Text dazu. So, dann haben wir hier unseren Godzilla. Wir können hier sagen fertig. Und jetzt können wir hier mit dem Text dann noch ganz viel machen. Wir können hier beispielsweise die Schriftart auswählen. Ganz viele Schriftarten stehen zur Verfügung. Man kann aber auch, wenn man den Text hier wählt, noch die Schriftgröße, ob es fett, ob es kursiv, die Ausrichtung, den Abstand, also wirklich ganz viel linksbündig, rechtsbündig, alles, was man sich vorstellen kann, was man so bei Textprogrammen auch kennt. Und wenn wir sagen, okay, das gefällt uns, wir können es entweder speichern für spätere Benutzung nochmal wieder verwenden oder wir sagen, ja, wir wollen das jetzt mal drucken. Das wäre jetzt natürlich, oh, ich bin jetzt gerade mal nicht verbunden. Ja, kann man ganz einfach machen. Wir verbinden uns mit Bluetooth. Ich sehe das Gerät. So, Verbindung hergestellt, alles super gut. Und dann drucken wir jetzt mal. Dann kriegen wir nochmal hier so eine Vorschau, was wollen wir eigentlich drucken? Und können das dann irgendwann bestätigen. So, jetzt kriegen wir noch eine kleine Warnung, dass man den Druck nicht abbrechen soll, aber das ist okay. Also drucken wir jetzt. Das Gerät legt los, sofort, eigentlich ohne große Unterbrechung. Und ja, spuckt uns dann quasi das Label aus, was wir uns gewünscht haben. Das wird automatisch abgeschnitten. Und das ist dann quasi unser fertiger Druck. Also das Symbol ist gedruckt, plus die Schrift. Das ja, können wir jetzt eigentlich quasi verwenden. Wir können jetzt alles Mögliche uns ausdenken, was wir drucken könnten. Was ich an diesem Gerät leider nicht ganz so optimal finde, was man sicherlich hätte verbessern können, ist, dass vor jedem Druck so ein kleiner Schnipsel abgeschnitten wird von, ich würde mal sagen, von so einem Zentimeter. Und ja, da das vor jedem Druck passiert, hat man natürlich, wenn man 10 Mal druckt, schon mal gleich 10 cm einfach verschwendet für nichts. Das ist nicht sehr kostenfreundlich, sage ich mal, ist aber auch nicht sehr umweltfreundlich. Also wenn wir jedes Mal hier so ein Stück verschwenden, hätte man besser lösen können, beispielsweise nach dem Einlegen der Kassette einmal das hier zu machen oder wenn der Benutzer das selbst quasi manuell einmal triggert. Ansonsten sehe ich einfach nicht den Grund, warum man das jedes Mal machen müsste. Ein Sensor könnte das auch erkennen, ob jetzt das notwendig ist oder nicht. Hätte man schöner lösen können, finde ich nicht optimal. Ist aber auch so ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Gerät hatte. Sonst ist das super intuitiv zu benutzen, sieht schick aus, ist wertig, also hat auch ordentlich Gewicht, das Gerät. Und man merkt, dass da steckt wirklich viel dahinter. Da hat sich jemand Gedanken gemacht.
Total einfach zu benutzen. Jeder, der ein Smartphone benutzen kann, wird auch mit diesem Gerät zurechtkommen, würde ich behaupten. Und ja, es ist sehr intuitiv. Die Labels haben ein gutes Druckergebnis. Eine leichte Treppchenbildung ist aber nicht verwunderlich, wenn so kleine Bilder gedruckt werden aus einem kleinen Band. Also alles im Rahmen, alles richtig, richtig gut. Und ja, man sehr vielseitig verwendbar. Und ich bin super zufrieden mit dem Gerät, kann es nur wärmstens empfehlen. Und habe außerdem der etwas verschwenderischen Art wirklich keinerlei Kritikpunkte an diesem Gerät auszusetzen.